Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Dieses Video soll sich um Vorspur, Nachspur, generell geradeausfahren, die Spur einstellen, all um sowas drehen. Dieses Video ist ein Wunsch vom Oliver. Ja, ich mach mal. Wir fangen an mit dem Servo. Wir haben die Funke an. Ich habe die Lüfter abgesteckt, damit das nicht so laut ist. Wir machen das Auto an. Wir müssen die Trimmung auf 0 stellen, damit der Servo in gerade Ausstellung ist. Dann gehen wir her und stecken den Servoholm drauf. So, hierbei schon die ersten Fehler, die passieren können. Schön geradeaus ausrichten. Wenn man so einen Link hat, wäre das schon ganz sinnvoll, denn dann kann man die Trimmung an der Funke sein lassen und man kann das direkt hierdurch einstellen, den geradeauslauf, dass die Räder gerade stehen. Wir simulieren das einmal, denken uns einfach jetzt, die Räder stehen schief, beziehungsweise sie lenken jetzt gerade nach links. Das heißt, ich muss den hier kürzer schrauben, schraub den zusammen, dass der kürzer kommt und dadurch ziehe ich die beiden hier zusammen und richte die Räder damit aus. Noch eine wichtige Sache bei der Wahl der Schraube, da solltet ihr vorher gucken, nicht, dass die zu lang ist, denn wenn die zu lang ist, die Schraube, und ihr dreht die hier rein, darunter sitzt das Potentiometer. Und dann drückt ihr mit der Schraube das Potentiometer weg bzw. kaputt. Dann müssen wir auf jeden Fall noch die Endpunkte einstellen. Denn ich habe das hier jetzt ein bisschen übertrieben. Bin da mal auf 120% gegangen, um euch das zu zeigen. Denn wenn wir jetzt in Volleinschlag gehen. So, die Räder haben jetzt Volleinschlag, die können nicht mehr. Und wie wir sehen, drückt das Servo noch weiter. Das ist natürlich wieder eine extra Belastung für das Servo. Das müssen wir korrigieren. Da müsst ihr mal in die Anleitung gucken von eurer Funke, wie das da zu machen ist. Das ist halt immer ein bisschen unterschiedlich an den Funken. Mal eben prüfen, ob man den noch ein Stück, das war jetzt schon zu viel, das geht noch ein Stück. So, bei einigen Funken kann man nur die grundsätzliche Rate zurückdrehen. Hier kann man rechts und links separat einstellen. Das ist natürlich viel besser. Ich gebe den immer so ein kleines Spiel, dass der so wirklich auf Volleinschlag geht. Gerade bei so schnellen Autos wie jetzt hier den Limitless, bei den Kurvenfahrten, bei den ganzen Geschwindigkeiten, drückt es natürlich auf die Räder und gegenarbeiten und der Servo wird nicht den Volleinschlag erreichen. Noch eine Sache zu den Servosaver. Wenn wir das Auto eingeschaltet haben und der Servo im Betrieb ist, versucht er natürlich geradeaus die Position zu halten. Dann geht man her und guckt, ob der, ja, ob man das Rad bewegen kann. So leicht bewegen, ohne dass sich der Arm großartig bewegt, ist okay. Wenn man jetzt zu weit drücken könnte, wenn man jetzt, sage ich mal, so drücken könnte, ohne großartigen Widerstand, dann ist das zu locker, dann sollte man den etwas strammer stellen. Jetzt nun zu den Begriffen Vorspur, Nachspur und Sturz. Vorspur bezeichnet man in Fahrtrichtung die Räder. Wenn die Räder vorne zu sind, also dieser Winkel, jetzt grob gesehen. Nachspur wäre so. Und grundsätzlich haben wir an Allradfahrzeugen hinten eine Vorspur und
vorne eine Nachspur. Der Sturz, den würde ich so grundsätzlich auf 1 Grad setzen, also ab 1 Grad negativ ist es sinnvoll. Der Sturz ist die Position der Räder oben nach innen geneigt oder nach außen geneigt. Nach außen wäre ein positiver Sturz. Das kommt in der Regel bei einigen echten Fahrzeugen vor. Aber jetzt im RC-Bereich macht das wenig Sinn. Also eigentlich immer einen negativen Sturz. Sturz können wir hier mit so einer ganz einfachen Lehre machen. Die kostet ein paar Euro auf eBay oder sonst irgendwo anlegen und Wert ablesen und dementsprechend einstellen. Bei Arma jetzt hier zum Beispiel haben wir keine Möglichkeiten vom Werk aus vorgesehen, den Sturz einzustellen. Doch wir könnten die Pivotballs zum Beispiel unten rausdrehen, da Unterlegscheiben drunter setzen und somit könnten wir hier ein bisschen mehr negativen Sturz einstellen. Hinten können wir das über die Links machen, indem wir die rein oder rausdrehen und somit den Sturz hinten einstellen. Um die Spur jetzt vernünftig einzustellen, sollte man hier eine kleine Markierung machen, rechts und links, irgendwo an einer Stelle, wo es gerade ist, auf beiden Seiten den gleichen Abstand. Und dann kann man einen Zollstock und irgendetwas, was gerade ist, anlegen und an den Punkten, die wir uns markiert haben, eben messen. Der Wert sollte dann auf beiden Seiten gleich sein. Somit haben wir die Räder gleich ausgerichtet und es verstellt sich hier nichts mehr. Die Spur stellen wir natürlich über die Links ein, über die Spurstangen. Wenn die Werte da unterschiedlich sind, dann guckt mal die Abstände hier nach, ob die gleich sind. Wenn die gleich sind, dann solltet ihr den Ackermann prüfen. Das ist die Platte. Und wenn wir alles vernünftig dann eingestellt haben, dann sollte das Fahrzeug auch schön geradeaus fahren. Außer es kommt eine Kurve. Dann solltet ihr lenken. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr hattet Spaß dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.